Und damit herzlich willkommen zurück zu verdammt nochmal Signalis. Die letzten Parts sind alle fertig und die werden auch alle hochgeladen. Die kommen alle noch, die sind jetzt fertig, aber ich konzentriere mich erstmal darauf, Signalis zu spielen und weiterzumachen. Naja, um das hier uns vorzustellen, ist der 25.03.2024, 20:08 Uhr. Deswegen, ich nehme lieber jetzt, bevor es zu spät wird. Ich habe eine lange Nacht vor mir, ich glaube, ich werde heute Signalis durchspielen. Wenn nicht, dann werde ich noch alle Parts durchschneiden und rendern. Aber es geht jetzt mal direkt weiter. Wir sind runter in den Minen gegangen und haben ins Kapitel 2 Libinalität. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich hätte nachgucken können, aber ich bin eins dumm. Und ja, bevor wir weitergehen, muss ich jetzt mal kurz noch mein Inventar aufräumen. Weil ich habe hier Sachen drin, die ich jetzt mal austauschen will. Ja, aber bevor wir es machen, gucken wir uns die Leuchtpistole an. Leuchtpistole, ein Einzelschuss, Leuchtpistole zum Abfeuern von 26,5 mm Signalpatronen, die Ziele in Brand stecken. Sehr geil. LP-255A Leuchtpistole, obwohl sie nicht für den Kampf geeignet gedacht ist, kann sie benutzt werden, um Gegner in Brand zu stecken. Setzt Gegner außer Gefecht und fügt großen Schaden über die Seite zu. Ja. Okay. Also neue Waffe mit... Ein Schuss. Ich weiß nicht, ob mir ein Bosskampf kommt oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe versucht, mich zu spoilern. Ich habe nichts angeguckt, aber ich, wie gesagt, erstmal das Inventar aufräumen. Also. Repair Sprays brauchen wir erstmal nicht. So. Stun Props sind nützlich. Meine Pistole ist nachgeladen. Hat 6 Schüsse und die ist ziemlich stark. Weil ich habe ein paar Leuten mit Let's Playing zugeguckt. Vielleicht Pistole packe ich auch weg. Ich habe mich nicht gespoilert, wie gesagt. Ich bin komplett spoilerfrei. Momentan. Ich habe Theorien im Kopf, die mir schon was sagen könnten, aber ich habe groß nichts gesehen. Okay, ich nehme sicher jetzt aber doch ein Repair Spray mit. Aber ich weiß eigentlich nichts, ja? Ich kann mir die Theorien sagen, aber ich will euch nicht spoilern, falls ihr mehr wisst. Oh, das sind Munition für die Leuchtpistole. Naja, wie gesagt. Die Leuchtpistole lasse ich jetzt mal erstmal hier. So, wir machen es auch weiter. Wir sind jetzt gesagt in den Minen und suchen Alina Seo. Isa Ito hat Adler den Schacht runtergeworfen. Und ich glaube, der ist tot. Ja, aber wir lesen die Notiz jetzt mehr. Alinas Tagebuch 3. Es ist schlimmer, als ich dachte. Alle sind verschwunden. Ich habe doch immer keine Spur von Elster gefunden. Als ob sie nie existiert hätte. Irgendwas stimmt mit den Proktitoren nicht, mit denen, die noch da sind. Ein Aufseher hat mich vorhin gesehen, als ich mich aus dem Krankenflügel geschlichen habe, und sie hat einen grauen, regenden Schreik ausgestoßen, als sie mir nachjagte. Als ich mich umgedreht habe, habe ich ihr Gesicht gesehen, und jetzt kriege ich es nicht mehr aus dem Sinn. Es sah aus, als hätte es einen schrecklichen Unfall gehabt. Ah, okay, sie redet von einer Replika, die befallen ist. Reparatur zu mitnehmen, ja? Wir müssen es kurz verwenden. Nämlich brauchen wir eins von denen hier. Und kombinieren das direkt. Kann man halt halten, was man will, aber ich mache das gerne so. Ich will so wenig Ressourcen bei mir haben wie möglich. Wir haben auch keine Karte. Macht damit, was ihr wollt. Wir haben keine Karte. Und ich weiß nicht, wo es weitergeht. Wir gehen nochmal kurz hoch. Da, wo Beo liegt, die Mina. Und gucken sie noch ein bisschen um. Ja, bevor wir groß weitergehen. Ja, die Aufnahme läuft. Okay, ich dachte schon, ich hatte schon Panik, dass die Aufnahme nicht läuft. Und weißt du was, gehen wir zurück. Was, wenn die Mini größer ist gedacht und ich den Raum jetzt nicht abchecke? Ich will so long Playthroughs und so gehen, 6 bis 8 Stunden. Und ich habe schon das Spiel 8 Stunden gespielt, 6 bis 8 Stunden. Auch hier geht es ja noch viel weiter. Ist die Ladezone, da kann ich nicht durch. Was sagt eigentlich, wie ich die Tür aufmachen will? Der Schloss ist defekt, okay, das ist der Schlossertext. Okay, na gut, dann gucken wir uns ein bisschen oben um. Was ich sagen wollte ist, 6 bis 8 Stunden, ich habe schon das Spiel 6 bis 8 Stunden gespielt. Muss zugeben, ich habe ein bisschen rumgeeiert, weil ich halt... ich habe die Nacht mehr oder weniger durchgemacht bis 9 Uhr morgens. Und dann habe ich halt eben. Ich glaube, ja. Habe ich halt eben. Ja, bin ich eben schlafen gegangen.
Und ich war da ein bisschen kaputt im Kopf. Aber steht das gleiche. Ja, das steht das gleiche. Bin halt eben schlafen gegangen. Wie gesagt, ich weiß nicht, viele Spiele. Ich weiß nicht, wie viele Kapitel das Spiel hat. Ich weiß nicht, wann das Ende ist oder wo das Ende ist und wie ich es erkennen kann. Ich weiß nicht. Ich weiß schon. Es ist so bescheuert. Ich weiß durch Memes und sowas halt die, ein bisschen von der Backstory, aber. Ah, toll. Ja, okay, machen wir so. Ich hab mich umgestellt, dass ich auf T das Radio anschalte, aber ich dachte, man kann. Na, egal. Okay, dann. Doch, wir waren hier schon. Okay, gut, dann gehen wir auch weiter, dann gibt's nicht so viel entdecken. Ich habe halt eben rumgearbeitet, weil ich halt. Ich habe es beim Editing gemerkt, ihr werdet auch meine Kommentare dann lesen können. Ich habe in der letzten Folge sehr viele Kommentare hinterlassen. Es war wirklich es war sehr witzig anzusehen, wie ich da bei den einfachsten Zeug gestruggelt habe. Es war nicht wirklich Rätsel, es war einfach nur. Mach einfach das, was da steht. Vor allem das mit dem Planetending war sehr witzig, einfach nicht gecheckt, dass der große Punkt Brutfront sein sollte. Ich sehe gerade was. Hoppla. Sorry, tut mir leid, falls der Sound abkackt war. Ich bin hoffentlich wieder da. So. Ladezone. Es geht tief in die Mine. Blöd. Sieh dich nicht. Ich renne einfach weg. Drei Stück. Ich renne einfach hier runter. Bitte sei offen. Okay, Gott sei Dank. So. Frag mich, ob ich ohne Licht laufen sollte. Dann laufen wir aber weiter. Wie viele Slots habe ich? Ich habe drei frei. Einen kann ich füllen. So. Ich will halt nicht direkt wieder überfüllt sein. Und halt, wann immer wenn es geht, will ich den Kampf meiden, weil ich bin auch auf Vorsicht, ich bin jetzt nicht voll. Was liegt jetzt so viel Munition? Das hat was zu bedeuten. Oh nein. Hörte das? Da heult actually jemand. Das ist nicht einfach nur so, dass das jetzt schlimm ist, eben auch ein Soundfile ist. Was passiert? Hey, nicht weinen. Es ist bald vorbei. Selbst das habe ich mir gespoilt. Es gibt's doch nicht. Erinnerst du dich an das eine Mal, als wir an die Oberfläche gegangen sind? Die Sterne waren so schön. Ich wünschte, wir könnten da nochmal hin. Ich glaube, es macht's nicht besser. Hey, hör mal. Ich verrate dir ein Geheimnis. Ich kann mich an meinen Namen erinnern. Aus meinem alten Leben. Ist das nicht lustig? Die Eule findet es gar nicht witzig. Kann ich auch nicht mehr ansprechen. Warum liegen so viele tote Störche? Fuck, Digga. Fuck, Digga. Willst du nicht wissen? Komm her, ich verrate dir. Dann ist es unser gemeinsames Geheimnis. Du kannst also aufhören zu weinen, okay? Alles wird gut. Wo immer ich hingehe, ich warte dort auf dich. Okay. Na, Junge. Dann lass ich hier mal alleine. Was so? Oh mein Gott, das war Draht! Oh, Scheiße! Große Menge Zeit, ja komm, während ich rumlaufe, kann ich das mal heilen lassen. Scheiße, Junge, das war. Ich dachte, er kam nicht durch mein Mapboarder. Fuck. Okay, dann. Da geh ich ein bisschen nicht daran. Junge, es tut mir so leid. Hier was Neues.
Nee. Diese, wie heißt die nochmal? Ah, fuck, da stand Monofasern. Das ganze Wort. Monofilamentfasern. Die sind ziemlich brutal. Ich habe ein bisschen Research gemacht zu den ganzen Namen und Sachen. Zum Beispiel, oh Gott, geh durch. Ist da noch was? Ne, okay, dann machen wir ein bisschen. Lassen wir es kurz hinterherjagen. Aha. Ich habe Research zu ein paar Namen gemacht. Sierpinski und die ganzen Dreiecke, die man dort sieht, sind anscheinend Sierpinski-Dreiecke. Weiß nicht, ich weiß, was das ist, was die meisten wahrscheinlich sein werden. Das sind Sierpinski-Dreiecke. Das ist ein Fraktal. Ein Fraktal ist, ist ein Bild, was aus einem einzigen Element besteht. Zum Beispiel eben halt aus diesem Dreieck. Ja, ihr könnt mal eingeben. Okay. Wir haben es gestartet. Oh Gott! Oh nein! Wait a minute. Okay. Fuck. Jetzt, die stellen mich gerade blöd an. Ich hab geklickt. Ich hab. Oh Gott. Okay. Okay, die Mina blutet gerade. Von hier aus kann ich nicht schießen. Oh Gott. Ich sehe nichts. Oh Gott, ich muss weg hier. Muss ich überhaupt kämpfen? Ich glaube nicht. Geh einfach runter. Ja, bitte. Ich habe es auch nicht vorgelesen. Oh Gott. Ja, viele Patches brauche ich nicht, hab ich gesagt, ne? Gott. Glaube ich, drin läuft jetzt mal ein bisschen nicht so gut. Was sollen die ganzen Kreuzle bedeuten? Also, was ich sagen wollte, das Sierpinski-Dreieck ist halt eben ein Fraktal, das halt eben Sierpinski-Dreiecke ist. Das heißt, es ist immer so ein Dreieck und es bildet andere Dreiecke aus diesem einen Dreieck. Und wenn man weiter in ein Dreieck reinzoomen würde, würde man wieder kleine wieder Dreiecke sehen. Das ist, was man auch aus Informatik kennt, ein rekursives Verfahren. Rekursiv heißt eben, dass es sich selber mehr verwendet. Finde ich voll cool. Rekursion ist wirklich, wenn man das einmal verstanden hat, dann hat man schon viel erreicht, weil es ist sehr hilfreich. Ach du Scheiße, hier hat doch diese Art darunter geschubst. Soll ich da runter? Ja, sieht so aus, ne? Ich glaube, das ist ziemlich linear, wo ich bin. Tief an den Kaninchenbaum. Ein riesiges Loch im Boden. Ich kann in der Tiefe Wasser hören. Sieht aus, als gäbe es keinen anderen Weg. Ins Loch springen? Ja. Irgendwas passiert in 5 Stunden. Ach du Scheiße, wo bin ich? Ist da oben das Loch? Ich sehe nichts. Ich gehe raus hier. Ist das eine Kamera? Holy shit. Ach du. Ist das die Insel? Entlang der Küste brechen die Wolkenwellen. Die Zwillingssonnen sinken. Die Schatten wachsen. Gedicht. Jetzt kann ich meine Skills aus der Gedichtanalyse anwenden. Die Nacht, wo dunkle Sterne aufgehen und seltsame Monde durch den Himmel kreisen, aber noch seltsamer. Ich mache meine Gedanken, aber ich kann die gerade nicht in Worte fassen. Das ist nicht der richtige Weg. Glaube ich, weil da hinten geht es eigentlich weiter. Oder? Tut es das? Ich will halt erstmal die Notizen lesen. Lied ungesungen, wir Tränen ungeweint, trocken und sterben sollen.
Da ist ein Loch. Es ist ein Loch. Es ruft mich in einer Meer aus Fleisch. Wir werden eins werden, aber ich kann nie zurück, um wieder ich zu sein. Ich sehe es ein bisschen gerade behindert, ey. Es ruft mich in einem Meer aus Fleisch. Wir werden eins werden, aber ich kann nie zurück, um wieder ich zu sein. Es erinnert mich an Evangelion. Ich will nicht für Evangelion spoilern, aber es erinnert mich daran, wie... Ich sag's nicht. Ist das... Da ist doch nichts, oder? Nee, okay. Es erinnert mich halt eben wie... Also es erinnert mich an etwas wie... Oh, wie sag ich das? Ich habe keine Zeit mehr. Okay. Krass. Und oben rechts das Dreieck, das war also das Symbol oben rechts war wieder ein Fraktal. Unten links das Dreieck, das da spiegelt sich, bildet ein neues Dreieck. Und dem Dreieck spiegelt sich wieder, dann ist da drin nochmal ein Dreieck und so weiter. Das ist ein Fraktal. Aber egal, ich gehe mal weiter. Das war gerade weird. Verrostete Chirurgieinstrumente, sie nützen mir nichts. Leblose Replikakörper liegen auf dem Baden. Baren. Ich wollte eigentlich. Reparaturspray nehmen, ja, ich benutze es mal. Ich glaube, ich hätte mit. Ich hätte Leuchtmesser mitnehmen sollen. Okay, es geht oben weiter. Ist auf dem Tisch irgendwas? Nichts Interessantes, okay. Ich gehe jetzt mal links weiter. Weil ich Linkshänder bin. Okay, wahrscheinlich muss ich einen Code eingeben. Oh, das ist ein Signal, das Logo vom Desktop-Icon. Das ist das Desktop-Icon. Fühlt sich seltsam vertraut an. Simulierte Munition. Der Stuhl. Okay. Entwickelt von der anderen Seite. Braucht. Hatte Elster auch. Wurde Elster gefoltert? Als Mensch? Als Gestalt? Oder warum hat sie gerade diesen Kommentar abgegeben? Wisst ihr, was ich meine? So. Warum sonst würde sie sich vertraut anfühlen? Warum sollte man eine Replika foltern? Foltern Replika ob Replikas? Opfergaben. Und in der Dunkelheit den Toten soll gegeben werden, ein Licht, ein ungesegneter Duft, sodass sie einen Weg finden mögen aus diesem verfluchten Ort heraus. Ich Vorhölle oder was? Das ist doch mein erster Gedanke. Dass in der Dunkelheit den Toten soll gegeben werden, ein Licht und gesegneter Duft, das sie aus dem Weg finden mögen, aus dem verfluchten Ort heraus. Sie sind ja schon bereits tot. Das heißt, wo könnten sie sonst sein? Warum sollten sie aus dem verfluchten Ort raus? Der einzige verfluchte Ort wäre dann eben die Hölle oder das eben die Vorhölle. Ja? Wenn man nach der gängigen. Ich nehme mal das. Ich rüste mal das aus. Wenn ich so oft gehört, das wird dann, dass ich nicht sterbe. Weil was soll denn sonst verflucht sein? Ja, die Hölle und eben halt die Vorhölle. Und die Vorhölle, also die Hölle, wenn man nach den Großteil nachgeht, ist die Hölle halt ein feuriger Ort, in dem halt alles brennt. Und man dort in aller Ewigkeit gefoltert wird. Ja, das entspringt aus der Erzählung von Dantes Inferno. Ja, die Hölle im Eigentlichen ist ein dunkler Raum, in dem man komplett alleine gelassen wird mit seinen eigenen Gedanken. Ja? Deswegen, wenn man nach der klassischen, also was heißt klassischen, wenn man nach der originalen These geht, wie in der Bibel steht, dann hätte man jetzt die Hölle damit beschrieben. Wenn man aber aus
der Bibeldarstellung, wie aus Dantes Inferno nachgeht, da würde ich sagen, man redet über die Vorhölle. Und weil wir halt auch gerade in so einem dunklen, verlassenen Ort sind, würde ich auch sagen, wir sind gerade in der Vorhölle. Ja, oder vielleicht sind schon tiefer runtergefallen. Im Rabbit Hole. Ich hoffe, ich habe es irgendwie verständlichermaßen erklärt. Ahnentafeln sind an der Wand aufgereiht, den Namen unlesbar vom Verschleiß. Das ist ein Knopf, oder? Eine kleine Schale mit Sand zum Platzieren von Gaben steht vor dem Anstein. Alright. Das war jetzt zu, oder? Der kam her, okay, unten geht's noch weiter. Oh ja. Was ist das? Was ist das? Jetzt nicht mehr. Hat sich was am Boden. Was bist du? Ach mein Gott, wir sind hierher gekommen. Ja, ich muss mich noch an den Ort gewöhnen. Ich habe auch nichts im Inventar, was ich jetzt da reinlegen kann. Okay, dann gehen wir jetzt mal logisch durch. Es kann nicht woanders sein. Es muss irgendwo hier in diesen drei Räumen sein. War nicht hier noch eine Tür? Nee. Okay. Hier unten vielleicht was? Okay. Was mir tatsächlich nicht aufgefallen ist bei den Aufnahmen, ist, dass eben wo wir auf dem Boden lagen, ne, nicht auf dem Boden lagen, als wir runtergeschubst wurden von Adler, dass da ein Haufen Replikas lagen. Jetzt ist mir aufgefallen, dass da Replikas lagen beim Fahrstuhl, aber ich wusste nicht, dass es wir waren. Das waren ganz so viele Elsters da unten. Ja. Irgendwie glaube ich, dass wir das nicht zum ersten. Ah, hier geht's noch weiter. Okay, dann habe ich es nicht gesehen, sorry. Ich versuche mich umzuschleichen, ich will jetzt nicht. Da kommt Molly nämlich mit. Da lagen viele Elsters. Ich habe nicht gecheckt, dass es Elsters waren. Elstern waren. Oh Gott. Okay, ich nehme dich noch mit. So, jetzt schnell hier rüber. Gott, da geht's ja noch weiter. Da kann ich runter. Okay, wartet mal. Wir haben Munition, wir machen das jetzt aber mal. Oh nein! Ich habe meinen Einweg-Elektroschocker nicht mitgenommen. Na komm. Ich will mich rum umgucken, deshalb, deswegen wollte ich sie umbringen. Dann gehen wir wieder hoch. Ja, ich lasse mal den Standpot. Na? Ich nehme einfach mal Auto-Injector. So, ich will das hier lesen. Warnungen. Dieser Ort. Ich könnte es so machen, aber ich mach's nicht. Dieser Ort hier. Nichts von Wert ist hier. Was ist wahr gefährlich und abstoßend? Nachricht ist eine Warnung vor. Die Gefahr ist noch hier. Zeit wie sie war, ist für den Körper und. Form der Gefahr ist. Die Gefahr wird diesen Ort störst, gemieden und unbewohnt lassen, wenn. Im Inneren des Getötes ist, öffnet sich hier ein Abfahrt. Ja, ich spring noch nicht runter. Könnte ich, aber ich. Könnte ich? Nee, ich mach's nicht. Bevor wir das Ding reinlegen, will ich noch gucken, was es ist. Große Holzpuppe. Ich habe gehört, dass diese schachtelbaren Puppen aufgrund von bei Kindern sehr beliebt sind. Ah, ist Matroschka oder was? Und ich habe übrigens meine Frage selbst beantwortet, indem ich ein bisschen gegoogelt habe. Polytechnische Oberschule ist eine Schulform aus der DDR, das heißt, ja, mit den ganzen
Ach, leck, ich war es und sie ist leer. Ach so, ich dachte, okay. Ich dachte, die stelle ich jetzt rein, dann öffnet sich was. Gut, dann gehen wir weiter. Ja, also ist es eine kommunistische, also was heißt kommunistische Diktatur? Es ist eine Anspielung auf die DDR, was wir hier spielen. Ja, mit dem ganzen Rot, mit der deutschen Flagge, der Stil und so alles. Ja, das ist alles DDR. Und auch die Schulform, politische Oberschule ist eine Schulform halt, ist eben eine Schulform aus der DDR. Okay, glaube ich, hier hin. Okay. Ja, das, und ich finde die Schulform interessant. Ich finde die gar nicht mal so schlecht von der Idee. Ja, die DDR ist ein Miststaat, darüber müssen wir jetzt nicht reden. Stasi und sowas, alles ist nicht in Ordnung gewesen. Aber ich finde die Schulform eigentlich sehr gut. Man kann, also die Schule ist so gebaut, dass man da halt perfekt integriert werden kann in Studium/Arbeit. Und es ist halt eine Schule, es ist basically eine Gesamtschule, aber mit all ihren Schulformen. Grundschule, Realschule und Gymnasium in einem. Da hat man nicht den Ärger oder den Stress halt eben zu gucken, auf welche Schule man jetzt kommt, wenn man schlecht ist oder nicht schlecht ist. Zum Beispiel, bei mir war das halt eben so, dass ich hoppla, falscher Modus, dass ich halt eben so schlecht war in der Grundschule, dass ich halt in die Hauptschule musste und mich dann halt basically nach oben gearbeitet habe, bis ich halt studieren konnte. Ich hätte mir den Weg eigentlich sparen können in der politischen Oberschule. Da wäre ich auch mit den allen gleichen drin. Kein Platz für Reparaturflecken. Ja, weißt du, jetzt kommen wir ballern uns ein Autoinjektor rein. Mit H, gell? Oder I? Ich seh was. Ich wollte es mal probieren. Was sind mit Reparaturflecken? Ja, und ich finde halt eine polytechnische Oberschule von der Struktur her ziemlich interessant. Da kann ich noch runter. Wie tief geht der Kaninchenbau? Nitro-Express-Munition. Ja, ich weiß schon, für was man das verwendet. Also. Sind das Augen? Kein Platz für. Um E-Rings zu tragen. Was ist das? Ein altmodisches Mikrofon ist an das Gerät angeschlossen. Unter der Glas. Glocke steht ein seltsames Gerät. Es ist das Mikrofon angeschlossen. Ah. I guess wir müssen eine Frequenz rausfinden und dann können wir hier das bespielen lassen. Das zeigt uns an, wie wir das, wir den Code eingeben müssen. Ja. Verschiedene Frequenzen, wir müssen dann eben rausfinden, welche die richtige ist. Keiner innen drin. Selbst in der dunkelsten Tiefe können die Lieder des Weltraums im Äther gehört werden. Der Klang der Sterne. Nein, ich wollte die Augen. Okay, da kann ich nicht. Ja, Polytechnische Oberschule. Cooles System, aber diese ersten Miststarter, okay, darüber müssen wir nicht reden. Miststart gewesen. Ja, der gibt's nicht mehr. Aber ich finde die Schulform interessant. Generell könnte Deutschland mal eine Schulreform brauchen. Nicht nur wegen Digitalisierung, sondern auch wegen. Ich finde das System einfach nicht gut. Es ist viel zu sehr. Wir behandeln den Schüler wie ein Dulli. Und damit er später einfach. Also, wir bereiten nicht mal auf das Leben vor. Nicht mal auf Arbeit, nicht mal auf Steuern, nicht mal auf irgendwas. Steuern. Es bereitet nichts auf Lebens vor und dann wird man rausgeschmissen, dann muss man erstmal gucken, wie man rumkommt. Finde ich schwachsinnig. Fliehe. Ort F. Ortefel. Riolf. Tenny. C. E. Me. Also, wenn es Teil vom Rätsel ist, gehe ich davon aus, dass wir die Wörter noch irgendwie füllen müssen. Einfach so, da stand Fliehe. Achso, ich bin blöd, das liest man von oben nach unten. Japanisch. Ort diesem von Fliehe.
fliehe. Ja, ich bin ein Western-ass. Oh mein Gott, das sind die Formen, okay. Da gehe ich erstmal zu diesem Stern hier. Geht's unten noch weiter? Nee. Das ist so richtig Silent Hill gerade. Also das ganze Metallding hier. Ich glaube, das ist nicht echt, was wir gerade sehen. Ich glaube, wir sind, wir sind in der Höllenwelt von Signalis. Ich hab's gerade nicht gesehen, ich hab gerade meinen. Ne, ich hab gerade mit den Fingern, mit meinen linken Fingern so einen Anführungsstrich angedeutet. Wo ich immer zwei mit. Habe ich eine 2 mit? Ich lasse mal 2 Slots frei. So. Und speichere. Gut, hier gibt's nichts mehr, oder? Nö. Okay, dann lösen wir erstmal kurz hier den Stern. Ja, ich sag mal, das ist ein Stern. Ja, Gott. Nee, weißt du was? Wir töten die gleich. Wir nutzen mal aus, so ein bisschen Munition tragen können, die ich mir mit. Wir jagen dich dann. Wir sind für das Elefantengewehr. Die hat der Jäger gehabt in der Cutscene. So. Kein Stern. Kein Stern. Das ist der Stern. Okay. 4 Block und eine Hand, die nach oben hebt. Keine Ahnung. Ich versuche die Sachen zu beschreiben, so wie ich sie merken kann. Warum sind da Gedärme? Okay. Ja, der Schock ist ausgewählt. Sicher. Einfach ruhig bleiben, läuft schon alles. Nicht. Falscher Raum. Immer so denken, nicht paniken. Tür ist mit einem großen, schweren, völlig verrosteten Vorhängeschloss verschlossen. Ich brauche einen Schlüssel, um ihn es zu öffnen. Man könnte es einfach auch aufschießen. Meine Meinung. Okay. War nochmal der Raum mit dem. Nee, das war. Doch, das war der Ort, wo ich jetzt weiß, wie ich es machen soll. Da war ein Safe Room, oder? Ja, da war ein Safe Room. Das ist freaky. Normalerweise. Na komm, weißt du was? Wenn ich mach dich auch weg hier. Beide lang schon am Boden. Ist okay. Weißt du, es ist ein enger Korridor. Ich mache einfach Platz hier. Aber ich hätte meine Thermitfackeln oben nicht verwenden sollen. Die Hand der Königin. Leben ihr. Königin am ersten Tag wurde. Nein. Am ersten Tag wurde die. König wurde, was, fuck, also rechts ist der Titel, Königin, am ersten Tag wurde sie gekrönt, am zweiten Tag, noch kann ich das nicht lesen, geschah nichts, am dritten Tag war, was, am zweiten, was, am zweiten, Gat, was für ein Gat, okay, Konzentration. König, am ersten Tag wurde sie gekrönt, am zweiten Tag geschah nichts, am dritten Tag war ihre Heirat, am letzten Tag nahm sie ihr Leben. Alles. Das ist sad.
Ich habe auch wieder mal eine Frage. Reden wir von Ariane? Ist Ariane tot? Gibt es überhaupt noch? Aber was hat sie mit Replikas zu tun? Ich gehe davon aus, weil die ganzen Replikas, also zumindest Kolibri und Falke und Adler. Adler war verzweifelt, weil sein Anführer. Okay, kann ich reden. Weil seine Anführerin krank wurde. Weil die halt eben den Verstand verloren hat, weil sie plötzlich Erinnerung hatte von jemandem, die sie halt noch nie kannte. Eben diesen weiteren Mädchen, Ariane. Kolibri verlor den Verstand, weil alle anderen Personen zerfallen hatten und eben krank und infiziert wurden. Ja. Ich verstehe gar nicht mehr. Was hat Ariane damit zu tun? Ich gehe davon. Der König in Gelb, das Buch, was uns immer für verbunden hat, das Buch, was auch in der Bibliothek war. Und ich gehe halt von Königin aus, weil von ihr der Zentralpunkt war. Wäre Falke nicht krank oder halt eben hätte keinen Personenzerfall, hätte Adler keinen Personenzerfall. Und dann hatte Kolibri den Personenzerfall. Was ich halt meine, ist halt, von ihr geht irgendwie alles aus. Da liege ich mit falsch. Ein Gemälde einer verhüllten Frau mit modellierten Händen, die ihr Gesicht bedeckt. Wähle einen Gegenstand aus, um ihn zu benutzen. Jetzt brauche ich die Holzpuppe, oder? Ich glaube schon. Okay. Wir gehen mal kurz zurück. Ja, ich hoffe, was ich hier gerade phase, macht irgendwie Sinn. Weil. Da flattert was. Ist da unten überhaupt ein Boot? Ich Junge, die Augen. So, wir machen zwei Munition rein, die wir nicht brauchen. So. Habe ich normales Repair Spray? Nee. Okay. Dann nehmen wir mal kurz mal die Doll. Gehen da hoch. Gehen runter. Das meine ich. Früher. Was ist früher? Als wir noch oben waren, die Zugänge, wie man rausging, waren auch die in der Richtung, die man halt rausgegangen ist. Ja, gehen wir nach unten, gehen wir weiter nach unten. Jetzt ist alles hier gedreht und geswitcht, als ob wir halt eben in einem Wirrwarr sind. Nicht mehr klarkommen, was passiert. Kann ja nicht benutzt werden. Okay. I guess man muss dir einen Apfel geben oder sowas. Oder was Rundes. Also damit es halt in die Hand reinpasst. Geh nochmal kurz hoch und gucken, dass das Signal. Die Frequenz dann für das Signal ist Signal. So. Okay. Ich komme nicht mehr auf 250 Kilohertz, was soll, ja? Ne, das Sechserkord ist nicht Signal ist. Am Anfang sind immer nur so Mogus. Ist das das Signal des Logo? Ne, es ist irgendwie so viereckig. Ich brauche was Dreieckiges. So, ist das Signal des Logo? Obermengenzeichen. So merke ich mir das jetzt. Obermenge von. So merke ich mir das. Ihr müsst nicht verstehen, was das ist, aber ich könnte es erklären, aber die meisten nicht interessieren und die meisten auch nicht verstehen. Okay, kann man gar nicht öffnen. Logisch, steht ja auch da. Geil ist auch, ich habe ein Video gesehen, was beschrieb, das Signal ist, das bessere Silent Hill Spiel war als die nachfolgenden Silent Hill Spiele. Ich habe es nicht angeguckt, ich habe nur den Titel gelesen und ich muss zustimmen, ab hier ist es richtig Silent Hill und das ist Zufall, dass ich genau hier weitermache. Weißt du was? I woke up and chose, Violence. Den Storch machen wir weg. Okay. So. Oh nein, das ist noch eine Mine. Okay, ich hätte den Storch fokussieren sollen. Oh Gott, ich kann da durchschießen.
Okay, ich bin leer. Was liegt da? Okay. Appelliert. Woi. Geh mal kurz raus. Uns geht's gut. Nur wir sind jetzt ein bisschen leer. Ich mach das so, ich geh nochmal rein. Versucht den letzten Scheiß zu holen, dann gehen wir nochmal, dann gehen wir raus. Der geht's auf, okay. So. Oh fuck. Okay. Ich nehme ihn jetzt mit. Schnell raus hier. Hui. Oh oh. Okay, gut, das war knapp. So, jetzt habe ich die Holzpuppe. Gehen wir mal kurz mal zurück zum Speicherpunkt. Was habe ich da? Eine ist schon wieder aufgestanden, okay. Das ist kein gutes Zeichen. Wir stehen hier, glaube ich, schneller auf als sonst. Okay, I chose violence. Wie gut geht es uns? Wir haben vorsichtig, ne? Okay. Machen wir folgendes, wir nehmen. Ich weiß nicht, ob die stacken. Ich nehme jetzt aber erstmal zwei Repair Patches. So. Das werde ich als Backup, Revolver Storage. Ich denke, wie viel Munition habe ich? 10, 8. Das kann lagere ich nochmal kurz. Benutzt wirklich die Flares, erstmal nicht. Ich habe 12 Revolver-Munition, okay. Nehmen wir kurz die raus. Und nehmen die Doll nochmal kurz raus. Shotgun mit Shotgun-Munition. Kombinieren wir kurz das mit dem. Eine Puppe drin fliegt herum, wenn ich sie schüttle. Wie cool ist das denn? Aber ich glaube, ich muss das nicht der Puppe geben, der Statue geben. Deswegen legen wir die nochmal kurz rein. Wir gehen, machen das folgendermaßen. Wir nehmen die Shotgun. Ich habe Revolver weggelegt. Ja. Haben einen Slot frei. Ich speichere nochmal kurz. Überspeichern jetzt mal eins. Ich überlege gerade, wie ich es machen soll. Wir haben eine Mine, wir haben einen Storch. Wir haben noch Eule da unten. Wir könnten Eule und sowas platt machen. Und Mine könnten wir für Mine könnten wir Leuchtpistole verwenden. Ich mach das jetzt. Ich mach die Schaltkommunikation rein, ich verwende das jetzt nur als Tool. Leuchtpistole nehme ich mit und ich nehme eine Flare-Shell. Ja. Wir clearen den Raum, wir machen die platt. Ne, das ist gar nicht hier. Junge, ich verlauf mich jetzt schon. Gibt's hier Karten? Ja, hab ich schon erwartet. Der Fakt ist, dass der keine Kartendaten gibt, müsste doch schon heißen, dass wir jetzt vielleicht nicht echt ist, wo wir sind. Ja, der Symbolismus muss beachtet werden. Denn wenn dies nicht geschieht, dann können wir auch gleich komplett aufgeben. Wenn es das nicht tun würde, wäre es kein Horrorspiel. Okay, erstmal den Storch. Erst den Storch. So, warum folgendes jetzt?
komm, schieß. Und jetzt brennt sie. Doch, damit schon overtime. Müsste gleich tot sein. Oh, mein Plan funktioniert. Gott sei Dank. Oh, die Kugeln, die machen so einen coolen Sound. Soll ich ein bisschen Breathing Room? Jetzt kann ich ein bisschen durchatmen. Ich hab grad Gänsehaut bekommen. Ich hab grad so Gänsehaut bekommen. Nicht wirklich viel, aber ich bin grad so unangenehm. Alter. Ich dachte, da wären 2, 3 und dann höre ich dann sicher 4, 5 Störche, Alter. Nein, lass mich durch! Was seid ihr überhaupt? Seid ihr überhaupt Störche? Alter! Okay, wenn eine hier drin ist, okay. Schlangenring nehmen. Mit Munition nehmen, ja. Wie gesagt, I woke up and chose violence. Was ist hier? Nicht angenehm der Raum, ich gehe da nicht wieder rein. Junge, ist das brutal. Ja, Junge, ich krieg Panik. Ich will nicht sterben. Komm, das schaffst du noch. Wir sind in der Hölle. Wir sind in der Hölle. Das Bild ist bis zur Unkenntlichkeit zerstört worden. Auf der Plakette auf dem Raum steht Metamorphose. Das Wort habe ich heute 2-mal gelesen. Und wenn ich einen Penny dafür hätte, dann hätte ich jetzt 2 Pennys. Was nicht viel ist, aber es war komisch, dass einem passiert ist. Räucherstäbchen nehmen, ja. Räucherstäbchen. Damit wir die Geister vertreiben. Anis Tagebuch, Seite 4. I guess, Seite 4. Wie lange bin ich nun schon hier unten?
Wie bin ich hierher gekommen? Wo ist dieser Ort und warum bin ich hier? Meine Erinnerungen fühlen sich so verschwommen an, als ob ich schon immer hier gewesen wäre. In Ewigkeit. Selbst meine Haare werden langsam weil. Was? Was? Nicht da. Was? Wow. 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 Alter. Habe ich gerade eine Eröffnung in meinem Kopf. Ich habe eine Theorie. Alina Seo. Alina Seo war Ariane. Ja. Alina Seo war Ariane. Und die war zusammen mit der Gestalt von Elster. Elster? Ne, am Anfang des Intros, wir denken uns zu versprechen. Hat Elster, also die Gestalt von Elster, Alina Seo, das Versprechen gemacht, sie zu finden, Sapinski, oder halt zu treffen. Es kam aber nicht dazu, wegen Krieg oder sowas halt. Und nun wird immer wieder eine Elster aktiviert, die auf der Suche ist nach ihrer Frau, doch nach ihrer Frau, Freundin, weil wir hatten einen Ehering gefunden und einen Schlangenring. Und sie ist immer auf der Suche nach Ariane, was halt jetzt eben Alina Seo ist. Ja? Und die Anfangssequenz, der Prolog, da war kein Prolog, das war ein Epilog. Das war eigentlich wieder ein Anfang von einem Zyklus. Elster wacht auf, sucht Ariane Young, die jetzt halt eben so hieß, aber vorher hieß sie Alina Seo. Nee, das macht keinen Sinn. Aber egal, es geht, ich habe diese Theorie jetzt im Kopf, ich lasse sie jetzt mal da, vielleicht weiß ich einen Teil davon. Ich erinnere mich an meinen Namen und ich erinnere mich an mein Leben, aber ich erinnere mich auch nicht auch an einen anderen Namen und ein anderes Leben. Okay, vielleicht sind es zwei Personen, ich habe keine Ahnung. Es fühlt sich an, als ob die Grenzen zwischen ihr und mir immer mehr verschwimmen, je länger ich hier bin. Ihr und mir, okay, doch, es sind zwei Personen, okay. Ariane und Alina, aber was, wieso sind die zusammen? Also, wie hängen die zusammen?